Vortrag im heutigen 31. Treffen des Köln-Clubs, nachdem der erste Mal sehr high-level war und der letzte eben sehr low-level, gibt es einen auf mittlerem Niveau. Genau, also ein Kurzvortrag. Nämlich wer jetzt sozusagen auf die Idee kommt, jetzt dann doch mal, weil wir gerade erfahren haben, dass es eine ganz tolle Programmiersprache ist, einen C-Compiler zu entwickeln und dann mal gucken, was da gemacht worden ist, der stößt nur mal immer auf SSA, das ist sowieso ein heiliger Gral. Und das, was ich jetzt erzähle, ist jetzt nicht irgendwie neue Erkenntnis und es ist auch schon etwas älter, aber für die Leute, die das schon kennen, die können es gerne natürlich nochmal anhören. Genau, für alle anderen wird es dann neu sein und hoffentlich interessant. Genau, also was ist SSA? Darauf stößt man und was hat das mit funktionaler Programmierung zu tun? Also SSA steht erstmal für Single Static Assignment. Okay. So, das klingt schon mal gar nicht schlecht. Single Assignment, ja, also ich ordne eine Variable, ändert sich nicht, sondern ich habe sie sozusagen auch nur ein einziges Mal, kann ich ihren Wert zuweisen. Was ist SSA überhaupt? Also die SSA-Form, damit wird eine Eigenschaft von Zwischencode in einem Compiler bezeichnet. Also wenn ich ein C-Programm habe oder was auch immer, dann stecke ich das in den Compiler rein, zum Beispiel in den GCC, dann kommt es in den Frontend an, dann wird die C-Syntax gepasst und so weiter und irgendwann wird ein Zwischencode erzeugt, wo dann im Prinzip dann alles rausgeworfen worden ist, was vielleicht nicht interessant ist dann für den restlichen Kompilierungsvorgang und das ist der sogenannte Zwischencode. Und gut, da kann auch mehrere Stufen geben, es kann auch mehrere verschiedene Sorten von Zwischencode geben, wenn man mal weiter umgeformt wird. Und so ein Zwischencode, den sehen wir, können wir uns irgendwann auch mal angucken im Laufe des Vortrages. Und ja, genau dieser Zwischencode, von dem kann man eben sagen, dass der in SSA-Form ist oder nicht. Und ganz am Ende, vom sogenannten Middle End, wo der Zwischencode bearbeitet worden ist, kommt das Backend, was den dann in den entsprechenden maschinenspezifischen Code umwandelt, wie wir gerade ja das Beispiel gesehen haben. So, was heißt jetzt in SSA-Form? Also wenn ein Zwischencode in SSA-Form, wenn jede Variable genau einmal zugewiesen wird und jede Variable definiert ist, bevor sie benutzt wird. So, das ist jetzt irgendwie nichts Neues für funktionale Programmierer. Dann ist es natürlich für jemanden, der sozusagen von C kommt, etwas ganz Besonderes. Vorgeschlagen worden ist es auch recht spät, 1988 ist hier falsch, also ist trotzdem recht spät eigentlich, da ja wir von Makaios erfahren, dass eigentlich die meisten Sachen schon in den 50er Jahren eigentlich schon da waren. Genau, sozusagen, wer sozusagen als moderner Compilerbauer was auf sich hält, benutzt SSA, also GCC, die LLVM, dann die Hotspot, JVM von Oracle basiert darauf. Spider Monkey, das ist die JavaScript-Engine von Firefox. Dalvik, das ist die Java-Runtime auf Android. Und so weiter und so fort. Also, das ist jetzt so du hast ja heute mal Microsoft VC erwähnt. Das wäre jetzt interessant. Ich habe keine Ahnung, aber wahrscheinlich ja. Ah, okay. Gut. So, also gucken wir uns jetzt mal an, Fakultätsfunktion und Pseudo-Assembler, das passt jetzt recht gut. Also ist jetzt sozusagen, ich benutze jetzt auch Intel-Syntax. Oh, yes. Genau, aber also aus einem gewissen Grund, weil, genau, also, ja, das soll die Fakultätsfunktion sein, also was, hier ist auch ein bisschen Pseudocode, ja, also wir haben jetzt irgendwie Register, das könnte so ein Zwischencode sein, ja, das hat der C-Compiler aus meiner Fakultätsfunktion gemacht. Das ist jetzt sozusagen nicht prozessorspezifisch. Was macht er? Also er soll, wenn ich am Start bin bei der Prozedur, soll er irgendwo was in Input drinsteht, nach R0 einlesen, R1 setzt er auf 1, dann vergleicht er, ob R0 0 ist, wenn es gleich ist, dann springt er auf Done, dann schreibt er, was immer in R1 steht, in den Output. Und ansonsten multipliziere er, also sei R1 gleich R1 mal R0, dann ziehen wir von R0 1 ab und springen zurück zur Schleife. Wenn man kurz drüber nachdenkt, dann sieht man, okay, das ist offensichtlich berechnet, das ist die Fakultätsfunktion. Das könnte also ein Zwischencode sein, den der Compiler macht. So, der erste ist aber jetzt nicht in SSA-Form, denn die Variable R1 wird zum Beispiel zweimal zugewiesen. Das ist sozusagen nicht Single Assignment, denn einmal wird hier R1 zugeordnet und hier auch nochmal. So, wenn der Compiler will diesen Code jetzt irgendwie optimieren, oder zumindest will das versuchen, und dazu muss er natürlich jetzt den Code irgendwie transformieren und muss natürlich beweisen,
dass der transformierte Code noch die gleichen Eigenschaften hat wie der Code, den ich reingesteckt habe. Und jetzt also sozusagen wirklich Beweise über Programme zu führen, in denen Variablen sich mit einmal ändern, ihre Bedingung ist halt schwieriger. Und deswegen ist sozusagen die Idee in SSA, jeder Variable wird höchstens einmal etwas zugewiesen. R0 wird ja auch zweimal zugewiesen. R0 wird auch zweimal zugewiesen, genau. Okay. Das ist auch sozusagen. Jetzt habe ich ja gerade erklärt, was Single Assignment heißt, was halt Single Static Assignment. Na, Static heißt da sozusagen, im Programm Code gibt es immer höchstens einen Befehl, der einer Variable etwas zuordnet. Mhm. Wenn das nachher läuft, das Programm, kann natürlich dem entsprechenden Register der Wert mehrfach zugeordnet. Also, wenn das hier durchläuft, selbst wenn es nur diesen Befehl hier gäbe, würde natürlich bei jedes Mal, wenn er hier vorbeikommt, R0 mit einem anderen Wert beschrieben werden. Deswegen ist das bedeutet dieses Static dabei. Also sonst wäre es auch absurd, ne? Ja. Das Ganze ist Pseudo-Assembler, weil ich habe jetzt die Register einfach mir R0, R1, aber ich meine, wenn das Prozedur länger ist und ich benutze 100.000 lokale Variablen, dann hätte ich halt R0 bis R1000. Also R sind nicht die Prozessorregister, sondern das sind so, ich meine, ich kann es als Registermaschine ansehen, hier was hier steht, aber dann eben von dem Zwischencode. Und auch GCC und LLVM und auch die anderen, die basieren darauf, dass der Zwischencode weitestgehend unabhängig ist von dem Prozessor, auf dem das nachher läuft. Also sozusagen die ersten Optimierungen, die sind alle unabhängig vom Backend und erst am Ende, also möglichst spät, wird Backend-spezifischer Code eingeführt. Gut, jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen korrigieren. Ja, jetzt machen wir mal Single-Static Assignment. Das Problem ist ja, die beiden Variablen, das geht nicht. R1 und R0, die haben wir schon gehabt, also nennen wir die um. Also wir nehmen zwei neue Register her, also wie viele produzieren inzwischen Code, und dann sagen wir, okay, R2 ist jetzt R1 mal R0 und R3 ist auch das. Wunderbar, dieser Code ist jetzt in Single Static Assignment Form, denn wir haben jetzt hier, kein Register wird jetzt zweimal irgendwie beschrieben. Das Problem ist nur, das Ding, was hier steht, berechnet uns jetzt nicht mehr die Fakultät. Denn jetzt hat er hier zwar schon was ausgerechnet, aber oben benutzt es auch nur wieder R0. Und deswegen gibt es in SSA gibt es eine weitere Funktion, das sind die sogenannten Phi-Funktionen. Die schreibe ich jetzt hier rein. Also, die Phi-Funktion macht folgendes. Das ist jetzt wie so ein Move mit mehreren Argumenten. Und zwar wird R0 etwas zugewiesen. Und zwar wird R0 zugewiesen, entweder der Wert von R0 oder von R2, je nachdem, über welchen Weg ich diesen Block hier angesprungen bin. Es gibt zwei Möglichkeiten, hier auf Loop zu kommen. Entweder von hier oben rein oder über diesen Sprungbefehl. Und in der Reihenfolge, wie die Blöcke hier auftauchen, schreibe ich auch die Parameter rein. Wenn ich von hier oben reinlaufe, dann wird R0 zugeordnet und R1 der Wert R1. Und ansonsten, wenn ich von unten reinkomme, wird R0 der Wert R2 zugeordnet und R1 der Wert R3. Wenn ich noch andere Jump-Quellen habe zu Loop? Dann muss ich hier noch weitere schreiben. Also ist sozusagen, die Phi-Funktion hat so viele Argumente hinten dran. Er hat so viele Argumente da, wie ich Blöcke habe, die. Eingehende Kanten. Eingehende Kanten, genau. Also normalerweise malen die Leute auch, die sozusagen in diesem Business arbeiten, auch irgendwie so Kontrollflussgrafen und jeder einlaufenden Kante von diesem Block erspricht dann ein Argument der Phi-Funktion. Und da die Phi-Funktion üblicherweise auch so geschrieben wird, R0 gleich Phi von R0 R2, habe ich jetzt deswegen Intel Syntax verwendet, weil man sonst irgendwie das Zielargument dann ganz hinten hätte. Ja, das ist dann eher unüblich, wenn das dann zu lesen. Gut, die Fakultätsfunktion ist wieder hergestellt. Allerdings ist sie jetzt natürlich nicht mehr in SSA-Form, weil ich jetzt natürlich wieder R0 zweimal das gleiche zugeordnet habe. Ja. Aber okay, da muss ich jetzt nochmal neue Register einführen. R4 und R5. Und damit ist das Programm jetzt korrekt. So, das ist jetzt sozusagen, das ist jetzt eine Fakultätsfunktion in SSA. Wir haben jetzt sozusagen magische Befehle eingefügt, nämlich die sogenannten Phi-Funktionen.
Funktion, die kennt keinen, also nein, das stimmt nicht, aber die kennt sozusagen die, die typischen Backend-Prozessoren wie x86 oder sowas, kennen die nicht, weil die halt nicht wissen, die kennen den Kontrollflussgrafen nicht, die wissen nicht, woher irgendwas kommt. Das heißt also, ein Backend muss jetzt irgendwie, wenn das Ganze umgewandelt worden ist, das Ganze irgendwie wieder eliminiert werden, was da in Funktion steht. Aber für den Moment ist es sozusagen, haben wir jetzt erreicht, dass, dass jeder Sachen, also zu jedem, also jede Variable nur genau eine Stelle hat, wo sie definiert ist. Man kann sogar so weit gehen, dass man die Variablennamen auswirft und einfach sozusagen so im Sinne von Basic einfach Zeilennummern hinschreibt und die Variable einfach nur nach der Zeilennummer benennt. Ja. Und zwar da, wo sie definiert worden ist. Ja. Aber wenn ich das jetzt loope und ein paar Mal an der Stelle mit dem Vieh ankomme, ja, dann wird dem Vieh das erste Mal irgendwie R0 ja zu und dann wieder R0. Dann R2 beim. Aber ich meine, okay, wenn ich da vorbeispringe, geht R2 rein. Okay, aber am Anfang ist ja mal R0 rein. Nee, genau. Aber dann hat das ja zwei verschiedene Werte und es ist nicht mehr. Nein, deswegen ist es static single assignment. Ja. Im Programm Quelltext hat jede Variable genau eine Definition. Mhm. Das war sozusagen der erste Punkt, wo ich sagte SSA-Form. Also jede Variable wird genau einmal definiert. Deswegen kann ich die Variable auch im Prinzip benennen nach der Stelle, wo sie definiert wird. Ah, aber dynamisch kann es schon. Dynamisch, genau, weil dann sonst kann ich ja nicht, also dann weiß ich, dann kann ich nicht mehr programmieren, ja? Ja, ja. Ah, also ist es nur lexikalisch. Ja. Genau, das ist so das, was wir static meinen. Ah, und okay. Der zweite Punkt bei SSA-Form war, dass eine Variable definiert sein muss, bevor sie benutzt wurde. Das heißt, dass im Kontrollflussgrafen die Definition alle Stellen dominiert, wo sie benutzt wird. Also für die Leute, die jetzt ein bisschen da sich dann der Graphentheorie auch auskennen. Okay, also das bedeutet also, vier Funktionen stehen immer am Anfang von Kontrollblöcken, die durch Sprungzieher eingeleitet werden, ja? Da brauche ich eine vier Funktionen, oder? Dann, so eine Semantik von Phi-Funktionen ist, sie werden parallel ausgeführt. Also die Notation mehrerer Phi-Funktionen untereinander ist etwas irreführend. Also es könnte ja, es könnte ja sein, gehen wir mal ganz kurz zurück, dass wenn ich so einen Block habe, der sich selber anspringt, dann kann ich natürlich auch so etwas haben wie R, also anderen, ich habe hier oben mit R0 definiert, wenn wir machen Phi R0, R0. Wenn er sich selber anspringt. Und da ist es schon wichtig, dass diese Sachen parallel ausgeführt werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie wenn ich das Element, dieses R4 überschreibe durch das R0 und hier unten taucht R4 nochmal auf, dann ist dieses R4 noch das alte R4 von da oben. Nur gerade Phi R0 R0 würde nicht funktionieren, oder? Weil dann hast du R0 zweites Mal fest. R0 R0 geht nicht, nein. Die müssen zwar verschiedene sein. Ja. Aber auf der, aber es kann sein, dass sozusagen hier das gleiche steht wie da, wenn der Block sich selber anspringt. Und es kann auch sein, dass da, wo jetzt R4 steht, dass das, was da steht, auch in der Zeile drunter weiter rechts vorkommt. Das kann auch vorkommen, ja, und dann ist auch der alte Wert, ja. Das ist ein, genau. Aber warum darf ich 4R0, R0 schreiben? Weil der Block sich selber anspringen könnte. Ich definiere und R0 hier oben. Ja. Guck mal, das ist R4 ist ja eine Definition von R4. Ja, genau. Okay, aber wenn ich R0, R0 schreibe, dann ist es ja eine Definition von R0. Ja. Aber die einzige. Auf der rechten Seite verwende ich ja schon R0. Ja. Aber das ist, wenn der Block sich selber anspringt. Ach so, okay. Ja, klar. Ja. Also er braucht dann noch einen anderen Eingang, genau. Weil sonst ist R0 nicht definiert wäre. Genau. Genau. Ja. Okay. Also dann wäre der zweite Parameter der bei einem Selbstsprung käme und der dritte der bei einem Sprung von außen. Ja, nee, also ich. So, weil das ist jetzt eine Notationsfrage, genau. Genau, also R0 geht nicht, aber R0, irgendwas anderes. Ja, genau. Geht, ja. Genau. Also ich sortiere die hier hinten einfach danach, in welcher Reihenfolge die Blöcke kommen. Genau. Okay. Das ist aber jetzt sozusagen nur Syntax und nicht. Genau. So, vier Funktionen, also eigentlich werden sie parallel ausgeführt. Ja, es gibt Leute, die schreiben sie auch eher als Matrix, ja. Das ist sozusagen als. Oder der Vektorschreibweise, sollte ich mal sagen. So, das heißt also, der Wert von so einer Vierfunktion, ja, so würde man das dann mathematisch schreiben. Also einer der Werte x1 bis xn, je nachdem, über welche Kante des Kontrollflussgrafen der entsprechende Block angesprungen worden ist. Das haben wir gerade gesehen. Jetzt gucken wir uns mal die gleiche Fakultätsfunktion in C an. Das ist ein sehr idiomatisches C, vielleicht nicht ganz so. Aber gut, also man kann da ja auch ein C schreiben. Hat halt den großen Vorteil, dass es jetzt sozusagen mehr oder weniger auch das Assembler-Programm da ist. Ja?
Also einzige, was die, dass das Start-Label ist sozusagen hier oben, ja? Da habe ich n, das war mein Input, habe auf 1 gesetzt, ne? Da war die Frage, wenn n gleich 0 ist, dann spring nach dann. Ansonsten bin ich im Kaltblock, dann multipliziere ich eben a ist gleich a mal n, n ein weniger, jetzt springe ich die Schleife zurück und hier unten, das war mein Output. Also im Wesentlichen ist das eine 1:1 Übersetzung von meinem Pseudo-Assembler nach C. So, jetzt kann ich das ganze GCC natürlich in Assembler ausgeben, das wollen wir aber nicht machen, das ist viel zu dreckig, das haben wir vorhin gemacht. Wir sind jetzt also ein Middle-Level-Vortrag. Deswegen gucken wir uns jetzt mal an, was das Middle-End von GCC ausspuckt. Also, das ist Strich F Dump Strich Tree Strich SSA, was man da ausspuckt. Zum Glück ist das auch Video. Zum Glück ist das, was du gerade gesagt hast, aufgenommen. Ah, okay, ja, also man kann, ja klar, macht dann, wenn man Info GCC angibt oder so, dann so, also, ich will das jetzt hier nicht komplett interpretieren, was da steht, ja, das ist sozusagen interne Repräsentation der Funktion zu einem gewissen Zustand oder zu einem gewissen Zeitpunkt im Middle End. Also N und A erkennt man noch, hier hat er offensichtlich weitere Variablen eingefügt. BB steht für, glaube ich, wahrscheinlich für Basic Block. Das ist das, was wir hatten. Jetzt nummeriert die Variable neu, sieht man hier schon A3. Hier markiert er intern auch, dass er sozusagen intern diese Phi-Funktion eingefügt hat, mit denen das da ist. Und man sieht insbesondere, wie er jetzt auch dieses, diesen Kalkblock jetzt hier auch macht, ja. Den nutzt er einzeln aus. Also if ist jetzt bei ihm wirklich Blockende. Und wäre einfach wenn das nicht der Fall war, sind wir einfach einfach durchgefallen auf den Kalkblock. Das wird wirklich durch zwei Sprünge intern auch gemacht. Dass man wirklich den Kontrollflussgrafen hier auch sieht. Und genau, hier sieht man auch wieder A5, A6, dann geht er wieder nach BB3 zurück zur Schleife, ja. BB3 ist Loop, ja, dann geht er da wieder zurück. Und hier muss er entsprechend einlesen, ja, weil jetzt hat er hier A5, A6 und das kriegt er von da, ja. Dann wieder N1 und A2 ist dementsprechend. Die Prozentzahlen sind Wahrscheinlichkeiten? Vielleicht, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass er dann den Sachen Gewicht gibt, den Blöcken, ja. Das Optimieren. Ja. Genau, aber da kann man sozusagen sehr viel auch lernen, wenn man Lust hat, über Compiler bauen, dem einfach, also der hat irgendwie 40 verschiedene Stufen, die kann man sich alle ausspucken lassen, da hat man die ganze Festplatte voll und dann kann man so nach und nach gucken, was da sozusagen, wie die Funktion sich dann verändert hat. So, okay, so, das war sozusagen jetzt doch im Dreck gewühlt. Wie ist das jetzt das ganze Programm übersetzt? Also funktional übersetzt und das Programm ist in SSA. Also das Programm in SSA übersetzt in eine funktionale Programmiersprache. Also, Start, mein Label ist jetzt eine Prozedur, ja, also mit Define definiere ich eine Prozedur. Die kriegt die Parameter R0. Und Ret ist eine Funktion, damit simuliere ich meinen Return. Ich will mein Ergebnis einfach nachher an die Funktion RET übergeben. Also sozusagen höhere Ordnung jetzt, ich rufe ganz zum Schluss RET auf. So, und danach schreiben wir hin. R1, also R1 sage ich hier 1. Dann haben wir eine Schleifenfunktion. So, die kriegen das Parameter R4, R5. Darunter kam der Block mit der Kalkfunktion, einfach abgeschrieben. R2 ist R5, R4, R3, wie ist das? So, dann definiere ich die Done-Funktion, also ich habe die Reihenfolge hier mit den Defines, genauso wie in dem Programm vor. So, dann macht einfach springt ab, also einfach Return R5, also gibt einfach das Ergebnis an die Prozedur R5, die macht, an die Prozedur RET, die macht damit irgendwas. So, und jetzt Kalk macht ja nichts anderes, als diese Werte hier zuzuordnen und macht dann einen Sprung zurück nach R2, nach zur Schleife, Loop, so springt die zurück. Und der Body von der Loop-Prozedur ist hier unten, ne? Wenn R4 gleich 0 ist, dann springe zu Done. Also rufe einfach Done auf, also die Prozedur, und sonst rufe Kalk auf. So, und dann, das Hauptprogramm macht nichts anderes als Loop aufzurufen. Das war der allererste Sprung. So, wenn man jetzt mal anguckt, okay, die Struktur ist exakt die gleiche, die Namen Register sind auch exakt die gleiche, sind die gleichen. Das einzige Frage ist jetzt, also die... es ist auch genauso hingeschrieben, die Reihenfolge. Das Einzige, was sich geändert hat, die Phi-Funktionen sind weg. Und wo sind die Phi-Funktionen jetzt geblieben? Na, die sind jetzt dadurch, die Werte der Phi-Funktionen, also die beiden Register, die
Werte von der Fehlfunktion bekommen haben, die tauchen jetzt hier als formale Argumente auf. Und die Blöcke, die sie anspringen, die benutzen die einfach als Argumente. Das heißt also, R4 war ja Phi von R2, Phi von R0, R2. Die beiden tauchen hier auf. Und R5 war nichts anderes als Phi von R1, R3. Das heißt also, die SSR-Form kann ich 1 zu 1 in ein funktionales Programm übersetzen und habe die Phi-Funktion draußen. So, jetzt fassen wir das Ganze mal zusammen, was wir jetzt gelernt haben. Also Kontrollblöcke werden zu Prozeduren. Zu Funktionen. Bei Scheme heißt es Prozedur. Ja, aber mathematisch gesehen. Ja. Nee, ja, 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 ja. Also ich meine, da dürfen wir hier auch noch Unsinn machen, also Seiteneffekte haben, aber ja. Ich meine, das ist sozusagen eher nur sozusagen Jargon, also von mir ist Funktion. Also, Kontrollblöcke werden zu Funktionen oder Prozeduren. Sprünge werden zu eng rekursiven Prozedur aufrufen. Aha. Ja, also da wo Goto stand, mache ich jetzt einfach dann. Das heißt also, ich springe dann hier hin. Normalerweise würde ich erwarten, okay, irgendwann mal ist der Wert dieses if-Blocks der Wert von dann. So, in meinem Original-Assembler, Pseudo-Assembler oder C-Code hatte aber dieser Block gar keinen Wert. So, das Einzige, was ich versorgen muss, ist nur, letztendlich lande ich immer, springe ich nie zurück, weil ich immer endrekursive Funktionsaufrufe habe. Also ich muss nur dafür sorgen, dass die Funktion RET nie wieder zurückkehrt. Deswegen heißt sie auch Return, weil sie nie einen Return macht. Ja? ja, aber ansonsten deswegen werden sozusagen die Prozeduraufrufe einfach entsprechend Gotos. Ja? So, also. Die Werte der Phi-Funktion werden zu formalen Prozedurargumenten. Gut, das Ganze ist wie gesagt nicht neu. Also von 88 wurde die SSA vorgeschlagen. Von Richard Kelsey, da gibt es einen Artikel dazu, der eben genau sagt, wie man Static Single Assignment, wie das dem Continuation Passing Style entspricht. Also wir hatten ja letztes Mal gelernt, was CPS ist. Und wenn man sich das so anguckt, dann ist dieses ganze Programm hier einfach in CPS-Form. CPS hieß, dass jeglicher Prozeduraufruf nie zurückkehrt, wenn er in endrekursiver Position ist. Und genau das ist der Fall. Das heißt also, ein Programm in SSA-Form, dem kann ich äquivalenten Programmen CPS-Form zuordnen, der funktionalen Programmiersprache. Das haben die Leute, die Compiler für funktionale Programmiersprachen geschrieben haben, schon seit 30 Jahren oder so, man kann es zitieren, gemacht. Und genau, hier wird sozusagen formal der Prozessor geschrieben, wie ich das ineinander umwandle. Wer das jetzt nachlesen will, den kann ich und vielleicht auch lieber ML-Syntax mag als Scheme, später ja genauso, den kann ich von Apple empfehlen. Also das ist wirklich nur auf vier Seiten, wirklich sehr schön zu lesen. SSA ist Functional Programming, daher kam auch der Titel meiner, meiner Folien heute. Genau, ich habe ich erst richtig verstanden, was das ganze SSA eigentlich soll, als ich das hier gelesen habe. Jetzt muss man eigentlich ein bisschen aufpassen. Also SSA ist nichts anderes als CPS, allerdings ohne Prozeduren höherer Ordnung. Also mit CPS kann ich mehr machen. Das ist gut oder schlecht, ja? Also wenn ich eine funktionale Programmiersprache vernünftig kompilieren will, dann sollte ich schon irgendwie etwas Äquivalentes machen, wie die Ganze in der CPS-Form zu bringen und dann versuchen, dort Optimierungen zu machen. Der Punkt ist nämlich der, dass ich in CPS auch noch, also die Blöcke haben jetzt einen Namen gekriegt. Die Blöcke sind jetzt ja Prozeduren geworden. Und ich kann diese Prozeduren als Argumente jetzt irgendwo anders hinschicken. Das heißt, ich habe sogar noch einen dynamischen Kontrollflussgraphen sozusagen. Das habe ich in SSA aber nicht. Ja, also ein Compilerbauer für eine konventionelle Programmiersprache würde mir einen Vogel zeigen, wenn ich noch ein bisschen die Blockadresse auch noch bitte. Also ein bisschen Blöcke noch als Argumente zu übergeben. Das Problem ist nur, wenn ich ein Programm in CPS versuche, effizient zu kompilieren, dann ist es wesentlich schwieriger, weil ja ich immer nachweisen muss, okay, kann diese Prozedur, die noch irgendwo anders nochmal auftauchen,
was ich dir als Argument übergeben kann. Das heißt, ich muss im Wesentlichen dann das machen, was ein C-Compiler auch machen müsste, wenn er sozusagen intraprozedural versucht, das Ganze zu optimieren, weil ich die auf Funktionszeiger habe. Das heißt, die Idee ist eigentlich, vielleicht erst ein bisschen interprozedural das zu machen und dann das Ganze auf eine Form zu bringen, wo ich dann so ein CPS habe, was äquivalent zu dem SSA ist, wo ich dann noch wesentlich effektivere Optimierung machen kann. Also versuchen, den Kontrollfluss höherer Ordnung zu lokalisieren, ja, und dann ist es egal, ob ich ein CPS oder SSA mache. Genau, jetzt haben wir also zwei Sachen gelernt. Ja. Es gibt also zwei Volksstämme, da ist der Lambda-Stamm und den Maschinenstamm. Ja, und die Idee ist, also was ich jetzt hier schreibe, das stammt nicht aus meiner eigenen Feder, sondern von Andy Wingo, der an Geil wesentlich mitprogrammiert. Der ein bisschen sagt, naja, also man sollte eigentlich gegenseitig aufeinander hören, ja? Also nur weil das sozusagen, weil die einen C-Compiler bauen, das ist nicht alles doof, was die machen. Sondern, ich meine, und man sollte eben auch mal als Lambda-Mensch auch mal so Kontrollflussgrafen auch mal malen und nicht nur irgendwie, weil man eben was lernt und umgekehrt eben auch. Ja? Und genau, weil jetzt fragen wir, was sind diese beiden Stämme, also Lambda-Stamm und der Maschinenstamm. Der Lambda-Stamm benutzt CPS, ja, Charakterisierung in zwei Sätzen, ja. In the beginning of the Lambda, got sword, realized he didn't need anything else, and stopped there. genau, okay, das kann man dann machen, aber dann ist die Frage, wie weit man dann kommt. Also vielleicht doch sollte man dann in die, mal gucken, was der Maschinenstamm sagt, und wie charakterisiert man den, ja. Ja, der Maschinenstamm benutzt SSA, Charakterisierung in einem... Okay, aber dann sagt der Andy Wingo selber, das ist sozusagen nur als Scherz gemeint. Gut, das war jetzt mein Kurzvortrag. Ich hoffe, also sozusagen, wenn man, also, wenn, falls es jemand mal SSA von mir über den Weg läuft, man sozusagen dann... eher Lust hat, sich damit mal zu beschäftigen und anzugucken, was ist das eigentlich, und auch eine Idee, was das eigentlich soll. Ja? Und ich meine, wesentlich ist es eigentlich nicht nur funktionale Programmierung erster Ordnung. Das ist SSA.